Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Abonniert auf jeden Fall, bevor ihr durch diese Folge reinzieht, meinen Kanal. Unterstützt mich, supportet mich, dass ich weitermachen kann, dass ich motiviert am Start bleibe, Freunde. Und da würde ich mich freuen. Ja, unser heutiges Thema ist, der Rapper Jigsaw ist seit einigen Wochen jetzt schon in der Türkei. Er wurde leider ausgewiesen oder abgeschoben, wie es richtig ist. Ich habe keine Ahnung, ja. Also irgendwas war da, abgeschoben, ausgewiesen, irgendwie so eine Geschichte war da. Wie lange das auch so jetzt so weiterlaufen wird, dass er da in der Türkei bleibt, das kann ich leider noch nicht sagen. Weiß ich leider noch nicht, da gibt es auch noch keine Information, aber es wird sich wahrscheinlich über einige Monate hinauszögern, dass er da bleibt. Er hat aber in den letzten Monaten, würde ich sagen, ziemlich viel Sympathie aus dem deutschrappigen Bereich bekommen, sprich die ganzen Deutschrapper sind alle für Jigsaw, stehen hinter ihm, so wie auch der Rapper Haftbefehl, wie es aussieht. Haftbefehl hat sich in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, was heißt Monaten, in den letzten Jahren, relativ sehr zurückgehalten, was Musik anging. Er hat seine Familie sich aufgebaut, er hat, glaube ich, Kinder bekommen. Ja, was machst du da? Boah. Sag mal hallo. Hallo. Gefällt's dir, oder? Macht Spaß? Ja? Baba? Macht Spaß? Ein richtiger Babo, würde man so sagen, ne? Meine lieben Freunde, Haftbefehl hat ein Video rausgehauen über Instagram und zwar hat er gesagt, dass er sich derzeit im Urlaub befindet und er würde einen bestimmten Rapper besuchen und es kann sich wahrscheinlich nur um den Rapper Jigsaw handeln, ja. Also was anderes könnte man sich da, glaube ich, jetzt nicht denken. Ansonsten wäre das alles jetzt völlig überflüssig, die Schlagzeile Haftbefehl trifft Jigsaw. Was habe ich da gesagt? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, alles gut bei euch. Schöne Grüße aus der Türkei. Heute ist eine Woche vorbei. Ich bin noch genau 2 Wochen hier. Am 27. geht's nach Istanbul. Ich drehe ein Video mit meinem Bruder. Sag ich nicht. Auf jeden Fall wird's nice, Alter. Alter. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er einen Track aufnehmen wird. Wahrscheinlich auch einen Videoclip in der Türkei. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr dolle drauf. Ich bin ein großer Haftbefehl-Fan. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit den beiden Rappern. Rappern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, wenn ihr die Aktion feiert, dass sich Haftbefehl langsam Richtung Alpha Music nähert, ja, und mal wieder neue Mucke vom Babo aller Babos kommt, dann würde ich mich freuen. Wenn ihr den Kanal abonniert, abonniert Doggy3DL und bleibt immer am Start. Peace and out, meine lieben Freunde.